und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Achso, das war Donald im Hintergrund. Ich habe mich jetzt gerade etwas ablenken lassen. In der letzten Folge sind wir genau hier stehen geblieben. Allerdings, achso, doch, Elsa ist auch hier. Tut mir leid, Vaiana, ich kann gerade nicht. Ich möchte mit Elsa weitermachen. Gameplayerin, hättest du einen Moment Zeit, um über die Eishöhle im Wald der Tapferkeit zu sprechen? Ja, klar. Das wird etwas seltsam klingen, aber ich habe dieses Geräusch gehört. Es ruft mich aus den Tiefen der Höhle. Es ist nicht das erste Mal, dass mir so etwas passiert und ich habe gelernt, solche Dinge nicht zu ignorieren. Ich würde es selbst untersuchen, aber da ist seltsames Eis, das den Weg blockiert und nicht auf meine Magie reagiert. Ja, das habe ich noch gar nicht festgestellt. Könnte der Mund der Riesen sein? Ich würde sagen, wir sehen uns das genauer an. Aber was mich jetzt eher interessieren würde, dreht sich bei deiner Macht nicht alles um Eis? Das macht es so seltsam. Du wirst sicher verstehen, was ich meine, wenn ich es dir zeige. Bitte folge mir. Ja, wir folgen dir doch gerne. Ja, dann sehen wir die Sterne. Und ich habe keine Stimme mehr, weder zum Reden noch zum Singen. Ist das schlimm heute? Ah. Na. Egal, was ich mache, dieses Eis rührt sich einfach nicht. Hier, lass mich es dir zeigen. Das bin ich, das ist nicht das Eis. Siehst du? Nichts. Ich denke, es könnte Dreamlight-Magie sein. Weißt du, wie man sie beseitigt? Nun, ich habe eine magische Spitzhacke zur Hand. Ich bin mir sicher, dass es funktionieren wird. Haha, habe ich auch noch gar nicht ausprobiert. Es hat nicht geklappt. Glaubst du, es würde einen Unterschied machen, wenn deine Spitzhacke stärker wäre? Gute Idee. Ich schätze, ich muss etwas zaubern. Ich bin so aufgeregt. Ja, weil ich das die ganze Zeit schon wegmachen wollte. Es freut mich, dass du mir gerne hilfst. Dieses Eis ist sehr dick. Um es zu schmelzen, bräuchten wir etwas so Heißes wie die Sonne. Ich habe viel Zeit mit Merlin verbracht. Ich verstehe langsam, wie die Dinge hier funktionieren. Man muss die Träumerei der Dreamlight-Magie annehmen. Wie würde das in einem Traum funktionieren? Die Sonne ist gelb. Lass uns also mit ein paar Sonnenblumen und Zitronen anfangen. Wir können die Wärme der Sonne vom schillernden Strand mit einem Fläschchen mit Meerwasser erhalten. Bitte? Etwas Zuckerrohr als Kleber. Vielleicht noch etwas Knoblauch für ein wenig zusätzliche Würze. Du hast wirklich viel Zeit mit Merlin verbracht. Auch wenn ich nicht weiß, ob er selbst daran gedacht hätte, Zuckerrohr zu verwenden. Ich bin hier. Wenn du alles gefunden hast, dann können wir gemeinsam den Trank auf deine Spitzhacke anwenden. Okay. Ich habe alles da. Ich muss nur noch das Fläschchen machen. Das ist doch perfekt. So, die letzte Folge ist übrigens nicht ganz so durcheinander gewürfelt worden, wie ich es mir schon fast gedacht hatte. Weil ich eigentlich ja Goofy abschließen wollte. Nee, da müssen wir... jetzt ist gar nichts mehr bei Zaubertrank. Leute. Ach so, Fläschchen mit Meerwasser. Ja, wie soll ich denn... Soll ich ein Fläschchen machen? Gute Frage. Ein Fläschchen mit mir. Achso, Moment. Ich wollte ja erstmal gucken, ob man ein Fläschchen machen kann. Leeres Fläschchen. Ach. Aus Glas. Ja, da haben wir uns ja schon mal drüber gewundert. Nur da steht jetzt nicht Elsa drauf. Deswegen wundert mich das jetzt doch ein bisschen. Aber gut, Fläschchen mit Meerwasser. Wir können eventuell irgendwie irgendwo was Meerwasser nehmen. Oh, das sieht gut aus. Da sind auch rosane Blubberbläschen im Wasser. Perfekt. Im doppelten Sinne. Auch wenn es mir jetzt gerade leid tut, aber wenn es da so rosa blubbert, bin ich ganz ehrlich, dann versuche ich mal kurz einen Fisch zu fangen. Mit Vorliebe auch immer gerne
Okay, sowas jetzt nicht. Das war ein Schwertfisch. Gut, ist nicht schlimm. Was meckert der mich denn jetzt schon wieder an? Man kann sich nirgendwo bewegen, ohne dass einen irgendjemand folgt oder man angemeckert wird oder Donald vor einen auf den Schnabel fliegt oder sowas. Schlimm. So, Zaubertrank. Ah, jetzt ist er drin, okay. Ah, nee, ich wollte gerade sagen 13 Zuckerrohr, aber ist ja gar nicht so viel. Ich habe 659 Zitronen, ich sag da nichts mehr zu. Oh, ich habe ein bisschen viel irgendwie gefarmt, glaube ich, nebenbei. Was macht die denn jetzt schon wieder da? Ich denke, die wartet... Sie hat doch... Achso, ja, das ist ja da, wo wir sind. Ich bin auch so doof. Sie hat doch gesagt, sie wartet auf mich, da, wo ich sie quasi verlassen habe. Jetzt ist sie schon wieder weg, oder was? Boah, Elsa, ernsthaft? Ach, die läuft dahinter rum. Elsa, versteckst du dich? Wenn du nicht möchtest, dass ich dir helfe, dann sag mir das doch einfach. Buh. Tut mir leid, aber könntest du mir helfen? Hallo, mein Freund. Kann ich mal sehen? Meine Güte, ich kann die Hitze durch die Flasche spüren. Jetzt musst du es nur noch auf die Spitzhacke anwenden. Lass mich nur... Versuch mich nicht zu verbrennen. Aua! Nee, aha. Na bitte. Von der Spitzhacke strahlt Wärme ab. Ich glaube, es hat funktioniert. Lass uns versuchen, etwas von dem Eis zu entfernen, das den Eingang blockiert. Dann können wir die Eishöhle erkunden. Wo ist die Eishöhle? Eishöhle! Das ist nicht die Eishöhle, aber da oben poppen wir jetzt hin. Da ist noch was bei dir. Ach so, wir haben jetzt noch 5 frei. Ich hoffe, da sind jetzt nicht so unendlich viele. Tada! War die da oben? Egal, wir müssen hier erstmal eben frei machen. Nein, wieso kann ich das nicht frei machen? Wollt ihr mich verarschen? Wieso funktioniert das nicht auf den Großen? Aber die Kleinen kann ich wegmachen. Da kommen Schneebälle raus. Schneebälle, Schneebälle. Ui, ich will einen Schneemann bauen. Willst du einen Schneemann bauen? Weiter vom Text weiß ich nicht. So. Da kann ich auch noch was ausbuddeln. Ist das gut oder nicht gut? Nö, es ist nur normal. Okay. Aber das nehme ich trotzdem noch mal kurz mit, weil... Moment, Elsa. Ich muss hier mal kurz ein bisschen was einsammeln. Ja, dich sammeln wir auch nochmal direkt ein. So. Nein. Ich wollte auf die 1 drücken. So, lass uns eintreten. Oh, wow. Schau mal, Elsa. Das bist du und Anna. Denke ich. Doch, ja, sieht so aus. Darf man das auch wegmachen? Jetzt. Aber ich krieg nichts dafür. Wieso bekomme ich da nichts für? Hallo? Kein Geld, kein gar nichts? Jetzt bekomme ich was. Okay. Entferne die Eisblöcke in der Eishöhle. Ach so! Habe ich gar nicht gesehen. Moment. Wir entfernen aber natürlich auch den Rest. So. Kann man das auch entfernen oder kann man das... Nee, mitnehmen kann man es nicht. So. Die erstmal weg. Das, das. Kommt leider auch nichts raus. Das und das. Zack. Schau mal. Ist das nicht toll? Ich habe keine Ahnung, wo du gerade hinschaust. Achso, ich kann dich jetzt ansprechen. Hallo, du. Dieser Ort. Die Eisskulptur im Eingang. Das sind Anna und ich. Ja, sag ich doch. Alles hier kommt mir so bekannt vor. Das Geräusch, es kommt von der anderen Seite dieser Schlucht. Ich höre es auch. Wir müssen einen Weg hinüberfinden. Früher gab es einen Weg, eine Eisbrücke. Ich kann ihr Fundament unter den Füßen spüren. Das Wasser erinnert sich daran. Lass mich meine Magie benutzen. Vielen Dank auch. Ja, gerne. Ich habe zwar nichts gemacht, sondern du, aber gerne, gerne. So. Weiter geht's. Zack. Zack. Wird das denn trotzdem gezählt? Oh Gott, wir haben ja, glaube ich, wieder ein Rätsel.
Moment, halt, stopp. Da ist was drin. Ich will das kaputt machen. Ihr Schweine. Oh, was ist das? Du hast was verloren. Hebe blaues Wappen vom Boden auf. Da ist auch was drin. Mann. Ja, die geben jetzt wieder Schneebälle ab. Okay. Elsa? Aha. Das Geräusch kommt von diesem blauen Wappen, was du gefunden hast. Es ist so vertraut. Ich kann mich fast erinnern. Hm. Ja. Die Wand. Es passt in die Öffnung. An der Wand da drüben. Habe ich mir schon fast gedacht. Zack. Sieht so ein bisschen aus wie Gladbachs Auto. Ich brauche deine Hilfe. Ja, das befürchte ich leider auch. Da fehlen nämlich noch drei andere Teile. Och nö. Mhm. Das Geräusch ist jetzt nur noch ein Flüstern. Mhm. Hier gibt es so viele Geheimnisse zu lüften. Das komische Geräusch, das Puzzle an der Wand, diese Sockel, diese seltsame Eistruhe. Aha. Irgendetwas sagt mir, dass wir mehr von diesen Wappen finden müssen, wenn wir der Sache auf den Grund gehen wollen. Wow. Danke für deine Hilfe, Gameplayerin. Ich weiß, dass wir die Antworten zusammen finden werden. Wunderbar. Das Eis brechen? Ja. Hm. Hallo, du. Hallo. Erzähl mir von deinen Kräften. Eis und Schnee. Sie können so viele Formen und Texturen haben. Hartes Eis, sanftes Schneegestöber, Frost, Schneestürme. Sie sind alle verschieden. Sie fühlen sich anders an, wenn ich sie kontrolliere. Wie fühlt sich Eis an? Eis ist scharf und klar. Es ist sehr hart, biegt sich nie, aber es kann sich krümmen. Ich arbeite gerne mit Eis. Eis ist präzise. Es ist auf präzise, Wiedersehen. Aber egal. Hallo, mein Freund. Nein, ich hab noch... Nee, kann ich die anderen Sachen nicht fragen? Okay. Habe ich denn was für dich eventuell? Einfach gebratener Flussbarsch. Ja, was Komplizierteres habt ihr jetzt nicht gehabt. Könnte ich aber, glaube ich, herstellen. Weil Flussbarsch müsste ich haben. Muschelsuppe sollte auch einfach sein. Okay, dann kümmere ich mich da noch drum. Vielen Dank auch. Weil sie ist ja kurz vor Level 3, so wie es ausgesehen hat. Mhm. Hallo, mein Schätzelein. Lass mich dich streicheln. Bleib doch mal stehen. Ja, ich finde das so süß. Okay, Konzentration. Wir machen weiter. Wir können gar nicht weitermachen. Moment, wir... Elsa Level 3. Also sonst brauchen wir nichts. Ich meine, gut, den Rest haben wir ja quasi schon erledigt. Gut, dann schauen wir jetzt nochmal genau nach. Nee, doch, Sammlung. Sammlung Charakter. Ich weiß immer noch nicht, wie ich Stitch freischalten kann. Also mittlerweile war ich so verzweifelt, dass ich tatsächlich mal danach gegoogelt habe, weil ich mir gedacht habe, es kann doch nicht sein. Vielleicht gibt es da irgendeinen Fehler, dass der gar nicht bei jedem kommt oder so. Dazu habe ich nichts gefunden, aber es soll wohl mit einer Socke beginnen. Dummerweise stand dann irgendwo, wie man diese Socke bekommt, weil also man soll sie wohl am Strand finden, aber ich habe ja schon mehrere Tage... Auch seitdem Stitch draußen ist, den Strand umgegraben und Sachen weggemacht und alles. Also bevor ich das gelesen hatte. Und da war nie eine Socke drin. Also ich habe keine Ahnung, wie ich das freischalten soll. Die sind ja alle... Ach so, Ariel muss ich ja noch... Nee, mit ihr kann ich heute nicht mehr reden. Ach, Elsa ist erst auf 1. Das ist scheiße. Ihre Haare gefallen mir übrigens sehr. Die kriegen wir, glaube ich... Beim nächsten, naja, es sind, glaube ich, nicht hundertprozentig ihre Haare, aber weiße Passionslilie und Muschelsuppe. Weiße Passionslilie und Muschelsuppe. Ich bin Vajana von Motto. Halt die Klappe. Weiße Passionslilie und Muschelsuppe. Weiße Passionslilie und Muschelsuppe. Ich muss das immer wieder sagen, sonst vergesse ich es. Weiße Passionslilie und Muschelsuppe. Weiße... Ach, wenn... Nee, das sind andere. Weiße Passionslilie und Muschelsuppe. Nein, geh doch mal da rein, wo ich draufklick. Weiße Passionslilie und Muschelsuppe. Du kannst mich mal... Da habe ich nämlich gar nichts... Doch, da habe ich doch was drin.
Ach, das ist die. Nein. Ach, ich wusste, dass ich es wieder falsch rum anklicke. Und Muschelsuppe. Habe ich hier unten noch ein bisschen Platz eventuell? Nee, das ist auch wieder alles voll. Oh, Moment. Und Muschelsuppe. Einfach gebratener Flussbarsch. Den habe ich tatsächlich schon hergestellt. Ja, holla die Waldfee. Ach so, Moment. Habe ich Muschelsuppe dann eventuell auch hergestellt? Das weiß ich jetzt gar nicht. Austern. Das sind auf jeden Fall alles Suppen, aber die sehen nicht so aus. Ich gucke trotzdem mal vorsichtshalber nochmal. Nicht, dass ich irgendwie denke, das ist die nicht und dann ist es nachher doch. Muschelsuppe. Also die haben wir offenbar nicht hier drin. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich jetzt Suppe hergestellt habe. Moment. Cremesuppe. Kartoffelsuppe. Ja, die sind alle unterschiedlich, ne? Kürbissuppe. Die haben meistens Milch dabei. Ich würde sagen, wir geben jetzt erstmal die Sachen ab. Ich werde da nochmal ein bisschen rumexperimentieren, aber bevor ich das jetzt hier die ganze Zeit experimentiere und nachher wird doch nichts draus oder so und dann, ja, läuft die Aufnahme die ganze Zeit und das ist dann ja auch irgendwie doof und langweilig. Elsa ist gerade verschwunden. Sie möchte mit uns, ach doch, da. Ich wollte gerade sagen, sie möchte mit uns nichts zu tun haben. Sie ist wahrscheinlich gerade das erste Mal mit Anna zu Abend im Remis. Die essen an getrennten Tischen. Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Warte mal, so. Och, Anna! Ernsthaft? Hey, du bist hier! Ich hab was für dich. Nein, ich hab nichts für dich. Ich will dir deinen... Ach so, das war sie gar nicht. Nee. Okay. Auf Wiedersehen! Ich dachte gerade, der Fisch wäre von ihr gewesen, aber das war jetzt Hallo, natürlich mein Blödsinn. Freund. Das war ja von Elsa. So, für dich habe ich aber was. Und zwar gebratenen Flussbarsch. Bitteschön. Die ist jetzt dadurch doch auf Level 3 gekommen. Ich bin dir sehr dankbar. Oh, schön. Oh, das Kleid. Das wird bestimmt geil aussehen. Ich hoffe es zumindest, wenn man das anhat. Dich nehme ich ebenfalls mit zur Gartenarbeit. Das ist mir scheißegal. Hauptsache, ich kann dich schneller leveln. So, eingelegter Hering. Ist das dein Ernst? Weil ich den nämlich habe. Ach so, Moment, das ist die Quest. Entschuldigung. Gameplayerin, ich könnte einen Rat gebrauchen. Hättest du einen Moment Zeit zum Reden? Natürlich, was brauchst du? Naja, hast du jemals... Ich frage mich einfach nur... das ist schwer. Ich fange nochmal von vorne an. Seit ich hier angekommen bin, habe ich versucht, meinen Platz unter allen hier zu finden. Aber ich fühle mich etwas alleine. Hast du dich jemals so gefühlt? Ich fühle mich auch so. Also ich hatte das Problem noch nie. Hast du dich jemals so gefühlt? Nun ja, früher schon, als ich meine Kräfte versteckt habe und so isoliert war. Aber in den letzten Jahren habe ich mich dank Annas Hilfe viel besser gefühlt. Hey, mir ist gerade was eingefallen, was Remi mir neulich erzählt hat. Er hat gesagt, dass unsere Geruchs- und Geschmackssinne am stärksten mit unseren Erinnerungen verbunden sind. Wenn du dich mehr wie zu Hause fühlen willst, warum versuchen wir nicht einfach etwas zu kochen, das dich an deine Heimat erinnert? Kochen? Wie interessant. Aber ich habe bis jetzt noch nicht viel gekocht. Das ist etwas anderes, was Remi sagt. Jeder kann kochen. Weißt du, es ist schon komisch. Ich habe in der Eishöhle ein paar traditionelle arendelianische Rezeptbücher gesehen. Ich werde sie holen. Das ist ziemlich merkwürdig, Gameplayerin. Als ich angefangen habe, diese Rezeptbücher durchzulesen, weckten sie Erinnerungen an meine Vergangenheit hier im Tal. Ich war mit meinen Freunden am Kochen. Es hat sich vertraut angefühlt, aber ich konnte mich nicht daran erinnern. Wir haben Fischauflauf nach Arendelle-Art und einen gelegten
Hering nach Arendelle-Art gemacht. Wow. Es war so schön. Vielleicht können wir eins der Gerichte wieder zusammen kochen. Lass uns beides machen. Es wird lustig. Danke. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Was den Fischauflauf nach Arendelle-Art geht, laut dem Rezeptbuch so... besonders macht, ist der Löwenzahnsirup und der Hering, sowie der Weizen und die Butter. Der Löwenzahnsirup wird aus Knoblauch, Zitronen, Löwenzahn und Zwiebeln gemacht. Wenn du mir diese Zutaten bringst, können wir den Sirup vielleicht gemeinsam zubereiten. Die Anweisungen sind alle hier zu finden. Oh, und der eingelegte Hering nach Arendelle-Art ist ganz einfach. Hier ist das Rezeptbuch. Den hab ich doch schon. Hoffentlich können wir bald wieder plaudern. Das war zwar ein absoluter Glückstreffer, aber den habe ich tatsächlich schon hinbekommen. Den habe ich aber wahrscheinlich nicht. Ne, habe ich nicht im leeres Fläschchen. Das brauchen wir nochmal für sie, oder? Und warum kann ich das Rezept jetzt hier nochmal lesen, obwohl ich es schon kenne? Das ist doch doof. Hering nach Arendelle-Art. Holen wir den mal rüber. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den gemacht haben. Also ich den gemacht habe. Ich habe ja offline noch so ein bisschen experimentiert. Ein bisschen sehr viel. Also es ist sehr teuer gewesen, sagen wir es mal so. Nein, nein, nein. Ich wollte scrollen. Ich wollte nicht. So, eingelegter Hering nach Arendelle-Art. Ist freigeschaltet. Genau. Habe ich alles benutzt, so wie das hier drin steht. Da müsste ich den auf jeden Fall hier oben drin haben. Hm, hier ist er nicht drin. Da, da ist er doch drin. Zack. So. Marinierter Hering. Was haben wir denn? Das können wir wieder wegtun. Warum eigentlich? Das ist doch das gleiche gegrillter Fisch. Achso, Fisch in Salzkrust. Ich wollte gerade sagen, das sieht doch genau gleich aus. Okay, was ich allerdings mal machen müsste, oder besser gesagt sollte. Ich sollte... Habe ich hier... Ja, habe ich auch drin. Ich sollte mal ein bisschen was wieder frei machen. Damit ich auch die Sachen besorgen kann und alles. Achso, das passt hier nicht mal rein. Das kommt noch rein. So, das. Also nur mal eben grob. Nee, Fische hatte ich jetzt, glaube ich, nicht drin, oder? Doch, hatte ich doch drin. Die beiden. So, und den Rest, dann mache ich vorne noch eben die Edelsteine rein. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. So. Die Edelsteine. Und den noch. Ja. Passt. Passt, sitzt, wackelt und hat Platz. Na, ist sie da noch drin? Ist sie da noch drin? Hallo? Ja, ist sie. Bitte lass mich das jetzt anklicken können, dass ich ihr die Bestellung bringe. Hallo? Ich habe deine Bestellung. Bitteschön. Ich bin dir sehr dankbar. Danke. Oh. Ja, das war jetzt nicht so. Okay, Handschuhe haben wir bekommen. Sehr gut. Ja, warum ich ihr den Fisch nicht geben darf, keine Ahnung. So, dann schauen wir mal. Achso, ich war ja eigentlich doof. Ich war jetzt drin. Ich hätte jetzt die Sachen alle mitnehmen können. Löwenzahn habe ich auch. Ach, dann laufen wir halt wieder doppelt. So. Löwenzahn. Kann ich diesmal nicht splitten. Obwohl ich diesmal dran gedacht habe, es richtig rumzuhalten. Achso, Moment, ich brauche 5. Okay. Dann so. Zitrone. Eine Zitrone, ein Knoblauch, 2 Zwiebeln. Eine Zitrone,
ein Knoblauch. Gucken. Das kann ich auch wieder nicht splitten. Zwiebel habe ich. Habe ich zwei? Ein Knoblauch brauche ich noch. Moment, hatte ich das gerade? Ne, das war. Kakaobohnen oder irgendwas. Da, Knoblauch. War das ein Knoblauch? Ja, okay, perfekt. Elsa, ich komme. Ich hoffe, dass du noch da sitzt und essen möchtest. Was ist mit dir? Ja doch, ich habe glaube ich alle. Kann sein, dass ich eine spezielle Farbe noch nicht habe. Ah, sie sitzen endlich mal zusammen. Das ist doch schön. Leeres Fläschchen. Okay, das brauchen wir dafür auch. Hallo. Oh, das ist perfekt. Diese Zutaten sollten gut sein. Nun zum Zusammenmischen. Fertig. Es ist genauso, wie ich es in Erinnerung hatte. Weißt du, ich fange schon an, mich ein bisschen mehr wie zu Hause zu fühlen. Jetzt brauchen wir neben Löwenzahnsirup, Weizen und Butter auch noch einen Fisch. Ich erinnere mich, dass wir früher einen besonderen Fisch benutzt haben. Einen Glitzerhering. Okay. Der nur an Regentagen auf der Lichtung des Vertrauens auftaucht. Glaubst du, du könntest einen von ihnen finden? Oh, und hier ist der Löwenzahnsirup, den wir zusammen gemacht haben. Ich lasse ihn zur Aufbewahrung bei dir. Vielen Dank auch. Muss ich selber machen, okay. Frage ist, ja, das habe ich mir schon fast gedacht, es ist kein regnerischer Tag. Achso, eine Lichtung hat sie gesagt, nicht Wald der Tapferkeit. Ja. Gut gedacht, schlecht gemacht. Das heißt, wir müssen dann noch was warten. Bis wir tatsächlich so weit sind, dass wir einen Glitzer herankriegen. Gehe ich zumindest mal stark von aus. Hier ist auch gerade nichts bunt. Ach, da kommt Goofy schon wieder. Ich habe doch gesagt, der Kerl ist immer da, sobald ich angel. Du bist ein normaler Hering. Gibt es auch nichts mit einer anderen Farbe oder so, ne? Dass die verbessert sein können. Nee, leider nicht. Ja, dann würde ich jetzt sagen, da wir sowieso bald auf eine halbe Stunde zugehen. Sie hat ja gesagt, an einem regnerischen Tag, steht auch sogar noch oben drin, dass ich dann ja nebenbei mal versuche, den zu finden, wenn es denn mal regnet. Und dass wir dann hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich denke, dass wir dann in der nächsten Folge tatsächlich erstmal die Goofy-Quest beenden werden. Hoffentlich beenden werden. Also viel kann ja eigentlich nicht mehr kommen. Und ja, wie gesagt, ich versuche nebenbei dann auch noch hierher zu kommen und den Glitzerhering zu bekommen. Aber da müssen wir natürlich jetzt erstmal drauf warten, dass es tatsächlich regnet. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.